Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bauforum24TV. Ja, liebe Leute, unser Werkzeugtest geht mal wieder in eine neue Runde. Und zwar habe ich heute die kleinste Oberfräse mit Akku, würde ich mal sagen, die Bosch GKF12V-8. Das Gerät ist wirklich brandneu. Es ist noch nicht mal auf dem deutschen Markt erhältlich. Ich habe euch letzte Woche den Hobel dazu vorgestellt aus der Serie. Auch der ist noch nicht erhältlich, hat sich tapfer geschlagen. Das Gerät funktioniert ebenfalls im 12-Volt-System. Und diese hat eben auch die 12-Volt-Akkus. Und hätte man sich vor kurzem noch gar nicht vorstellen können, dass mal ein 12-Volt-Akkugerät so eine Leistung liefern kann. Aber das Geheimnis liegt hier im Motor. Der Motor ist nämlich bürstenlos, brushless, ein EC-Motor. Und ja, ich gucke mir das Gerät mit euch heute mal an. Wir machen so einen kleinen Quick-Check. Später kommt auch noch mal ein Praxistest dazu. Und ja, ich würde sagen, wir legen gleich los. Kurze Einleitung noch mal zum Thema Oberfräse. Ich habe ja mit dem Michael schon mal einen kleinen Talk gemacht. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich im Thema Oberfräsen wirklich sehr wenig bis gar keine Ahnung. Habe mich mal ein bisschen von Michael mehr oder weniger in das Thema einführen lassen und habe in der Zwischenzeit eben auch schon so ein paar praktische Erfahrungen sammeln können. Ich habe hier zwei Oberfräsen in meiner Werkstatt. Zum einen die Triton, das ist ein richtig dicker Klopper, 2,4 kW. Ist zwar im Prinzip eine Handoberfräse, aber durch das Gewicht nicht unbedingt super komfortabel, sehe ich eher für den Einbau in einem Frästisch. Hat dann eben die Funktion, dass ich die Frästiefe auch von oben beim Einbau in den Frästisch per Kurbel verstellen kann. Ganz praktisch. Wenn es dann eher handlicher sein soll, dann habe ich hier noch die Makita RT700C. Die wird in der Regel geliefert in einem Set. Da habe ich dann einen Tauchkorb, das heißt, dann habe ich eine Oberfräse mit Eintauchfunktion. Hier in dieser Konfiguration benutze ich sie als Einhand-Kantentrimmer. Sehr praktisch, sehr handlich, aber gerade wenn man jetzt längere Werkstücke mal abrundet oder fasst, dann hat man ab und zu dann wieder mal das Kabel im Weg. Das Gerät ist natürlich auch, ja, ist relativ leicht, aber nicht so leicht wie der Kollege hier. Die Makita wiegt rund 1,8 Kilo. Ist jetzt nicht wirklich schwer, finde ich. Aber dieser Kollege hier wiegt rund 1,2 Kilo inklusive dem 3 Amperestunden Akku. Aus meiner Sicht ist die Makita eigentlich eine super Allround-Fräse, gerade mit den verschiedenen Fräskörben. Aber wenn du jetzt beispielsweise Kanten trimmen willst, dabei sehr handlich unterwegs sein möchtest, dann finde ich, ist das Ding wirklich genial. Generell auch nochmal als Empfehlung an euch, wenn ihr in das Thema Oberfräsen einsteigen wollt, empfehle ich euch hier dieses Handbuch Oberfräse von Guido Henn. Das ist wirklich super interessant, unheimlich viele Beispiele sind dort beschrieben und es liest sich sogar sehr unterhaltsam für meine Begriffe, zumindest wenn man auch technisch so ein bisschen interessiert ist. Da geht es in die Einführung rein, Geschichte der Oberfräsen, verschiedene Oberfräsenmodelle, verschiedene Anwendungen, auch viele Tipps und Tricks. Das Buch ist mit, glaube ich, um die 40, 50 Euro nicht unbedingt billig, aber durchaus preiswert, verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung. Also wirklich eine Empfehlung. Gibt es auch noch eine DVD, wo Anwendungsfälle auch noch mal im Video gezeigt werden. Das Thema Ökosystem habe ich euch ja neulich auch schon bei dem Bosch GHO1220 ein bisschen noch mal erläutert. Ich bin ehrlich gesagt Fan des Bosch 12 Volt Ökosystems, denn ich bin mal mit einem Akkuschrauber angefangen. Ruckzuck waren das dann zwei, drei Akkuschrauber und dann habe ich auch andere Geräte für mich entdeckt. Finde ich am Markt mit das beste System, einfach weil es sehr vielseitig ist. Und gerade hier die beiden Kollegen wie die Fräse und der Hobel sind am Markt aus meiner Sicht ziemlich einzigartig. Alles, was hier steht, hat eins gemeinsam, nämlich den bürstenlosen Motor. Beim Akkuschrauber nicht eine Revolution, sondern einfach nur, dass das Gerät noch kraftvoller ist. Das habe ich euch ja auch schon gezeigt im Vergleich mit dem normalen
Bürstenmotor. Aber ein Gerät, was es wahrscheinlich ohne einen Brushless-Motor auch nicht geben würde, ist dieser kleine Winkelschleifer, Trennschleifer. Auch der hat richtig Schmackes, hat auch ordentlich Drehzahl. 19.500 Umdrehungen ist also schon ein Wort. Ja, und auch der Hobel wäre wahrscheinlich ohne Brushless nicht möglich. Was der drauf hat, habe ich euch ja gezeigt. Und der lief auch wirklich ganz performant. Ich habe ja einige Meter Weichholz damit abgehobelt. Der Lieferumfang ist überschaubar, aber vollständig. Wenn du die Fräse in der L-Box kaufst, dann bekommst du immer die Einlage, die auch für den Hobel geeignet ist. Im Set ist dann auch das Ladegerät dabei. Auch das kennt man ja, brauche ich euch jetzt nicht großartig was zu erzählen. Ladezeiten und Details habe ich auch noch mal in dem Hobeltest aufgeführt. Da könnt ihr auch noch mal reinklicken. Unten in der Beschreibung bzw. oben verlinke ich euch das auch gerade noch mal. Dann gibt es eine 8 mm Spannzange und entsprechend auch hier einen Schraubenschlüssel. Ganz nett, das ist immerhin kein einfacher gestanzter Blechschraubschlüssel, sondern das ist ein 17er Maulschlüssel. Hat keine scharfen Grate, kann man also, denke ich mal, gebrauchen. Wenn wir die Box zumachen, sehen wir auch, das ist die neue L-Box. Aber das ist ja das gleiche Set, was ich auch im Hobeltest schon ausführlicher erklärt habe. Also auch da schaut da nochmal in den Test, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Auffallend finde ich erstmal so auf den ersten Blick die Form. Die Form macht nämlich schon von sich aus klar, dass das ein Einhandgerät ist. Hier führe ich das Gerät. Das ist, liegt relativ gut in der Hand. Je nachdem könnte dieser Winkel mal mehr, mal weniger dem Einzelnen passen. Das müsst ihr mal selber ausprobieren. Klar, hier oben sitzt der Akku drin. Hier 3 Amperestunden. 3 Amperestunden oder ich glaube mindestens 2,5 Amperestunden wird empfohlen. Aber die neuen großen Akkus haben wir jetzt 3 Amperestunden. Gehäuse und Griffbereich ist hier gummiert. Das kennt man eigentlich so vom Stil und auch von der Haptik wie von allen anderen Bosch 12 Volt Geräten. Was noch auffällt, ist, ich habe hier eine Akku-Ladestandsanzeige. Hier nochmal das Symbol für EC, also Brushless Motor. Hier unten Lüftungsschlitze, hier oben Lüftungsschlitze. Hier hinter sitzt wahrscheinlich auch die Leistungselektronik. Zumindest kann ich hier eine Platinenrückseite erkennen und eine Kühlung. Da macht das wahrscheinlich Sinn, dass die Leistungselektronik dahinter ist. Hier habe ich den Schalter. Der Schalter sitzt so, dass man ihn eigentlich nicht versehentlich einschalten kann. Ich habe dann aber keine weitere Sperrfunktion mehr. Also ich muss nicht noch den Schalter dann selbst nochmal entriegeln, sondern kann ihn dann wirklich schieben und dann schaltet sich die Fräse ein. Das Gerät ist hier made in Ungarn, produziert im September 2017. Ist also auch noch relativ frisch. Klar, gibt es noch nicht lange. Und was fällt auf? Die maximale Drehzahl ist 13.000 Umdrehungen. Ich habe, wie der Name eigentlich schon sagt, eine 8 mm Spannzange. Soweit ich informiert bin, kann ich hier auch eine 6 mm Spannzange einbauen oder verwenden. Der Wechsel des Fräsers ist recht unkompliziert. Und zwar habe ich hier eine Spindelarretierung, die ziehe ich raus. Und jetzt kann ich mit dem 17er Maulschlüssel die Spannzange lösen. Und genauso kann ich das eben auch einfach wieder spannen. Interessant ist natürlich die Höhenverstellung der Oberfräse. Hier habe ich im Prinzip zwei Möglichkeiten. Zum einen die Schnellverstellung. Da entriegel ich hier das Gewinde. Und dann kann ich die Grundplatte rein und rausschieben. Also erstmal grob einstellen. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier mit dem Drehrad jetzt pro Umdrehung 1 mm hoch oder niedriger zu stellen. Und wenn ich jetzt meine Frästiefe justiert habe und möchte die fixieren, dann mache ich das hier über dieses Drehrad und jetzt ist das fix. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich möchte immer mit einer gewissen Frästiefe arbeiten oder weitestgehend, dann kann ich mit dieser Schraube das Einstellrad hier auch nochmal fixieren, sodass die Frästiefe dann im Prinzip fix ist und nicht versehentlich verstellt werden kann. Die Oberfräse hat, wie eben gesagt, eine Drehzahl von 13.000 Umdrehungen. Das ist relativ
niedrig. Zum Beispiel die Makita ist regelbar und hat eine Drehzahl von 10.000 bis 30.000 Umdrehungen. Die Bosch GKF 12V8 hat keine Drehzahlregelung. Das kommt aber vielleicht auch daher, dass ich mit 13.000 Umdrehungen eh schon nicht besonders üppig unterwegs bin. Hat aber dann auch wieder den Vorteil, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Plexiglas oder Acryl sowas fräsen möchte, also Kunststoffe, dann schmilzt das nicht unbedingt an, weil da muss ich ja mit der Drehzahl runtergehen. Wenn ich jetzt kleinere Fräser habe, zum Beispiel in Holz, dann müsste ich vielleicht eigentlich schon mit der Drehzahl höher gehen, aber hier muss ich dann auch mit der Vorschubgeschwindigkeit entsprechend arbeiten, dass das eben passt und dass das nicht ausreißt. Dadurch, dass ich eine 8 mm Spannzange habe, passen ja eigentlich alle handelsüblichen Fräser. Ich habe hier so ein Set 30-teilig von ENT. Das sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis ganz gute Fräser. Das sind keine Billigfräser. Das ist schon Markenware, aber auch nicht absolute Top-Liga. Ich habe dann hier noch den Tenut-Fräser, den von Festool, den habe ich hier auch gerade drin. Das werde ich im Praxistest auch noch mal kurz zeigen. Ja, Grundplatte vielleicht noch. Die Grundplatte sieht man ja von der Form, ist auch eigentlich schön kompakt. Ich habe eine gute Sicht eigentlich auf den Fräser. Ich kann jetzt hier aber nicht noch irgendwo eine Winkelschiene oder sowas dran bauen. Und es kam sogar neulich eine Zuschauerfrage, ob es eventuell möglich wäre, die Fräse in eine Fräsplatte einzubauen, dass man eine kleine handliche stationäre Fräse hat für unterwegs vielleicht. Das ist aber hier nicht vorgesehen. Ich habe allerdings im Internet ein Video gefunden von einem User, der hat tatsächlich hier eine Adaption gemacht. Verlinke ich euch mal gerade oben das Video. Der hat es dann halt wirklich als stationäre Fräse in einen Frästisch eingebaut. Problem könnte eventuell sein, dass du nicht so schnell an den einen Ausschalter kommst. Das ist vielleicht eine Sicherheitsfrage. Aber wenn du vielleicht nur diese eine Fräse hast, ist das tatsächlich vielleicht eine ganz gute Sache, wenn du mal kleinere Teile bearbeiten willst, weil das ist dann natürlich handlicher, das Teil zu führen, anstatt die Fräse. Ja, ich würde sagen, genug der Theorie. Jetzt gehen wir mal wieder in die Praxis und lassen die Oberfräse mal ein bisschen arbeiten. Wie man sieht, es ist hier keine Staubabsaugung montiert. Es gibt auch keine Staubabsaugung als Option. Wäre vielleicht jetzt auch hier ein bisschen vom Platz schwierig. Deshalb gehe ich mal wieder nach draußen auf die Terrasse und da werkeln wir jetzt mal ein bisschen und gucken mal, wie sie arbeitet und vor allen Dingen, wie viel man mit einer Akkuladung schafft. So, liebe Leute, ich habe jetzt hier Folgendes. Ich habe einen Abrundfräser. Und mit diesem Abrundfräser werde ich jetzt einfach mal bei ein paar Holzarten hier die Kanten abrunden. Ich stelle jetzt auch noch die Tiefe ein, hier mit der Feineinstellung, so dass ich jetzt hier auf fast maximaler Frästiefe für den Abrundfräser bin. Hiermit fixieren und los geht's. Das könnt ihr jetzt hier sehen. Soweit, so gut. Nichts verbrannt hier. Das Ganze mache ich jetzt auch nochmal in Weichholz, in Fichte. So, auch hier einwandfrei. Ging deutlich leichter, hat man gemerkt, dass es Weichholz ist. Ist natürlich jetzt nur zum Test, das Kantholz ist natürlich noch nicht gehobelt. Dann haben wir hier ein Stück Hartholz. Da sagte ein Zuschauer, das sei keine Eiche, sondern das sei Esche. Wie dem auch sei, sehr hart. Und jetzt probiere ich hier auch mal abzurunden mit der Fräse. So sieht das hier im Close-Up aus. Wie gesagt, diese Seite hatte ich hier mit dem 12-Volt Akkuhobel gehobelt. Test habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Und die Seite ist jetzt hier abgerundet. Das Ganze jetzt nochmal an einer MDF-Platte.
So, hier sieht man jetzt auch Ergebnis aus meiner Sicht tadellos. Sehr einfaches Arbeiten, sehr handlich. Was ich jetzt noch mal zeige, und zwar habe ich hier einen T-Nut-Fräser von Festool, 8 mm Schaft. Unten ist er 10,5 mm. T-Nut-Fräser kann ich zum Beispiel verwenden, wenn ich statt einer T-Nut-Schiene auf das Holz für Schraubbefestigung für Muttern, kann ich dann die Muttern beispielsweise direkt in die T-Nut einführen und dann verschrauben. Und dieser T-Nut-Fräser hat hier oben noch eine Schneide, das heißt, ich kann auch direkt eintauchen und dann fräsen. Das probieren wir jetzt mal aus hier auf dem Stück Eiche, eine Leimholzplatte. So, jetzt müssen wir den Abrundfräser gerade mal wechseln, setzen den T-Nut-Fräser ein. Dafür habe ich jetzt die Spannzange wieder arretiert. Und jetzt müssen wir es lösen. Eselsbrücke, wie ich laufe, gehe ich auf. So, Spannzange löst sich. So, jetzt geht der Fräser nicht raus. Jetzt sollte man auf keinen Fall da mit einer Zange an dem Fräser rumhantieren, sondern was ich mache, ist, ich löse das. Und jetzt klopfe ich so ein bisschen auf die Mutter und jetzt löst sich der Fräser ganz einfach, weil sich dann die Spannzange auch löst. Jetzt werde ich einfach mal eine T-Nut hier mittig reinfräsen. So im Ergebnis durchaus brauchbar. Was man aber sieht, sowas macht man nicht freie Hand. Da solltet ihr euch eine Führungsschiene nehmen. Ich habe nachher an dem Kroglock hier einfach die Spannbacke als Führung genommen. Vorher sah das dann so aus. Nicht so doll, aber ist ja nur mal, um euch das zu zeigen. So, und hier könnte man zum Beispiel Muttern reinschieben und könnte dann von oben Schrauben reinmachen. T-Nut-Fräser verlinke ich euch nochmal unten auf Amazon in der Beschreibung. So, jetzt habe ich folgendes Setup. Ich habe einen Nutfräser 8 mm. Ich habe den auf 10 mm Frästiefe eingestellt. Und jetzt habe ich einen ganz frischen Akku aus dem Ladegerät. Und schauen wir mal, wie wir jetzt in Fichte damit fräsen können, bis der Akku leer ist oder bis das Gerät sich runterregelt aufgrund der Wärme des Akkus, so wie wir es beim Hobel hatten. Das heißt, der Akku war dann noch nicht ganz leer. Gerät schaltet aber runter zum Schutz des Akkus. Und damit das Ganze nicht so verläuft, wie eben bei dem T-Nut-Fräser, habe ich jetzt hier eine Aluschiene dran gemacht, die ich als Führung benutze. So, jetzt bin ich in Astholz gekommen. Da hat die Fräse dann auch blockiert und abgeschaltet. So, nach dieser 2 Meter Nut habe ich jetzt noch zwei Balken auf der Ladezustandsanzeige. Da vorne im Ast, habt ihr gesehen, da hat er dann blockiert, hat aber zum Schutz des Motors abgeschaltet. Jetzt schauen wir mal, wie viel noch gibt. So, nach 4 Meter Fräsen ist der Akku fast leer. Blinkt also schon, also nur noch ein Licht. Akku selber ist gut warm. Man merkt aber jetzt auch, dass der Motor ganz gute Wärme aufbaut. Gerade an kalten Tagen vielleicht nicht verkehrt. Schöne Griffheizung hier. Aber alles im unkritischen Bereich. Ich würde sagen, wir schauen nochmal dritte Bahn. 4 Meter haben wir schon, wie weit wir noch kommen. So, nun ist er wirklich leer, mitten drin stehen geblieben. Wenn ich ihn anschalte, geht er kurz an, blinkt dann aber. Das heißt, hier ist jetzt wirklich Ende der Fahnenstange. Das waren jetzt nochmal ungefähr 30 cm. Das heißt, dann habe ich hier 4,30 m Nut gefräst, 8 mm Durchmesser, 10 mm tief. Finde ich respektable Leistung, vor allen Dingen. Blieb eigentlich auch von der Drehzahl relativ konstant bis zum Ende.
Ich hatte ja auch ein bisschen Astholz dazwischen. Und was man natürlich gesehen hat, der hat keine Staubabsaugung. Das ist ein bisschen hinderlich beim Arbeiten. Gerade in der Nut hat man da noch viel Staub drin und um das Werkstück herum natürlich auch. Aber das war jetzt, wie gesagt, der Härtetest für den Burschen hier. Fräser war ganz neu. Jetzt hat er ein paar Meter drauf. Ist aus dem großen Set von ENT, verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung. Ja, liebe Leute, das war mein kleiner Einblick in die neue Bosch GKF 12V8, die wohl kleinste Oberfräse, die es momentan am Markt gibt, zumindest akkubetrieben. Ich finde das Gerät sehr interessant. Ich habe ja sonst mit der Makita immer so handliche Sachen gemacht. Da werde ich wahrscheinlich jetzt auch die kleine Bosch nehmen. Für mich reicht die und ich finde das sehr gut, dass man so ein Gerät mit der Leistung eben auch so handlich jetzt hat. Gibt eigentlich nicht viel, was ich dran auszusetzen habe. Vielleicht Staubabsaugung, aber sehe ich auch realistisch bei der Größe eher schwierig. Mich würde mal interessieren, was denkt ihr über das Gerät? Wäre das für euch eine Option? Links habe ich euch nochmal unten in die Beschreibung gesetzt. Ich hoffe ja, dass man das Gerät im ersten Quartal Januar, Februar 2018 bei uns in Deutschland auch ganz offiziell erhältlich haben wird. Eure Kommentare bitte unter das Video. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch und bis demnächst.